Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Es geht weiter in Sacred Citadel. Ich finde ja diese Charakterauswahl am Anfang ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, es ist der Jäger, es ist Kapitel 1 und es ist Mossback. Weil ich auch mal wieder in die Stadt könnte, ein bisschen Geld ausgeben. Das werde ich jetzt erstmal tun. Mal schauen, ob der Schmied oder sonst irgendjemand coole Dinge für mich hat. So. Wo sind wir denn dran? Wer bist denn du? Glitzerdinger? Na komm, zeig mal. Angriff plus 4, Verteidigungsgeschicklichkeit. Ach, weißt du... Ehrlich gesagt... Ah, da kann ich sie kaufen, da kann ich sie reinsetzen. Ja. Angriff plus 6. Ich habe gar nicht so viel Geld. Ja, genau. Sag ich doch. Also keine Glitzerdinge. Das ist blöd. Das ist ganz blöd. Was haben wir hier an Rüstungen? Widerstand. Ja, nee. Auch. Ah, hier. 650. Aber die habe ich aber nicht. Nee, wetten will ich auch nicht. Ist hier rechts noch irgendwas? Zaubertrank bin ich voll. Wut. Und da bin ich auch voll. Es gibt hier also nichts für mich zu tun. Wenn ich die 600 voll habe, dann sollte ich nochmal wiederkommen, um mir eine neue Rüstung zu kaufen. Jetzt geht's aber erstmal nach Mossbach. Ich denke mal, die komische Ogermama hat da nämlich ihr merkwürdiges Artefakt gefunden. Wobei mir die ganze Erklärung auch egal ist. Was ich will, ist auf Monster einkloppen. Und das kann man hier ganz hervorragend. Wieder so ein großes Viech. Stellt hier aber mittlerweile kaum noch ein Problem für mich dar. Dank überlegener Ausrüstung und Gedöns. Hätte ich mal die Fresse gehalten. Das sieht schon wieder nach einem Eigentor aus hier. Zack, 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 zack. Viech umgekloppt. Auch kein Eigentor und auch gleich noch ein Hähnchen, damit die Lebenskraft wieder voll ist. Oh, was ist denn hier los? Warum rennen die denn alle weg? Möchte ich das wissen? Na. So. Und Hackfleisch, der gute Onkel. Das wirkt ein bisschen so, als wenn die Mine einstürzen dran sein wäre. Oh, das haben wir nicht gekriegt. Komm schon. Ah, da wird immer angezeigt, wo die nächsten Felsblocken landen. Da sollte ich mich also entsprechend von fern halten. Und auch der ist Geschichte. Hat mir noch eine Münze und einen Apfel da gelassen. Jetzt habe ich meine 616 Goldstücke voll. Das heißt, ich könnte demnächst tatsächlich mal in der Stadt gucken. Wegen der Rüstung. Aber hier durch Mossbach laufe ich jetzt noch durch. Es gibt schließlich viel für einen Helden zu tun. In dem Sinne, dass ich mich hier ja, mit ein paar Monstern umprügeln muss. Ah.
Und auf die Mütze kriegt er. Auf die Mütze. So. Hier nochmal Münzen gesammelt. Und will ja schließlich besseres Equipment einfangen. Das ist ein kleiner. Was ich vorhin sagen wollte. Ja. Du verlierst mir alles. Oh. Du hältst ihn auf. Oder ich hole ihn zwischen deinen Sachen. Verstärkung. Ach du Scheiße, ist das ein Riesenviech. Ich hab ja so eine Vermutung, was ich jetzt machen darf. Mir ist das Bewegungsprinzip dieses Viechs noch überhaupt nicht klar. Aber das muss es vielleicht auch einfach nicht sein. Wenn ich jetzt einfach nur ein bisschen durchhalte. Autsch. Hier ist ein Heiltrank. Ich trinke mal schnell einen von meinen und sammle den ein. So. Wie läuft's denn jetzt? Na gut, dagegen kann ich mich tatsächlich nicht wehren, wenn er einfach mal durchzieht. Heidenei, ist hier ein Uffriss. Autsch. So, ja, die linke Hand hätte ich gerne nochmal. Münzen hätte ich gerne. Oder da jetzt auch drauf. So. Und wie kann ich den jetzt... Eieieiei. Hier geht ja was ab. Wie treffe ich den denn bitte? Ah, er legt sich zwischenzeitlich einfach erstmal hin. Komm, leg dich hin. Unfair. Doppelt unfair. Na, wo rennst du denn hin? Den da musst du prügeln. Wenn er liegt, ist er ziemlich verwundbar. So, hier nochmal ein bisschen was auf die Hand gegeben. Hier nochmal ein bisschen was auf den Kopf gegeben. Hier nochmal ein bisschen Punkte eingesammelt. Ei. Gut, die haben mich nicht getroffen. Schön dahinter bleiben, wenn er wieder rumschreit. Ich glaube, so funktioniert das dann. Na, einen noch. Yay, ich habe Mosbach gelegt. Hurra! Bringt mir jetzt aber auch noch nicht so viel. Moosbach besiegt. Betäubungsschlag freigeschaltet. Und eine Errungenschaft. Und ganz viel. Sehr cool. So, jetzt liegen da aber noch so viele Münzen. Die würde ich ja tatsächlich ganz gerne jetzt einsammeln. Ah, erstmal ein bisschen steigern, das ist auch gut. Ich setze auf Kraft und ich setze auf Geschicklichkeit. Annehmen. So, das war das erste Kapitel und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst mir einen Kommentar da, lasst mir vielleicht einen Plus 1 da oder einen Daumen hoch oder je nach Plattform, wo ihr gerade seid. Wenn ihr dann das nächste Mal wieder mit dabei seid, dann wäre das natürlich sehr schön. Bis dahin, zockt viel, zockt schön und tschüss!